So. Führen das da auch wieder zurück. Ich würde sagen, wir machen das einfach einmal hier so im Kreis sozusagen. So. Dann hier einfach so ein gerades Ding hierhin zurück. Zack. So. Und dann kann man hier im Prinzip einfach so und dann hier wieder zurück auf die Autobahn. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt kein Künstler. Ich glaube, es wäre sogar besser. Ich tut mir leid, wenn ich das immer danach erst bemerke, aber es ist natürlich viel schöner und simpler, wenn man das einfach gerade macht. Zack. Vor allem in so einem Industriegebiet. Das ist viel besser, wenn man das gerade macht. Weil es einfach besser aussieht in einem Industriegebiet. Also finde ich jetzt, das ist meine eigene Meinung. So. Zack. Zack. Oh Gott, das überlappt so ein bisschen. Na gut, lässt sich jetzt nicht ändern. So. Und. Uiuiui. So. Ja. Passt. Gut ist. Machen wir hier mal jetzt ein Industriegebiet hin. Jupp. Einfach komplett Industriegebiet hier. Und dann passt das. Sollen die da ihre Industrie bauen? Oder mache ich hier nämlich das komplette Industriegebiet weg? Und mache das zu komplett Wohngebiet. Zack. Das wird jetzt alles Wohngebiet hier. So, ja, weil die sind da krank. Jetzt geht der Smog hoffentlich auch weg. Und hier zwischen würde ich sagen, da machen wir wirklich Deko hin. Parks hier. Einzelne Baumgruppen, die dürften aber zu groß sein. Ne? Ja, das sind ja schon Parks. Oh, nein! Weg da. Das sollte da gar nicht hin. Oh, ja, ihr seid doch schon alle gut miteinander, hätte ich beinahe gesagt. Was ist das? Basketballplatz? Sind das für Gebäude? Andere Parks, okay. Plätze. Ich will ja keinen Platz. Ich will ja. Kann ich nicht. Hatte ich nicht irgendwo gesehen, dass ich auch einzelne Bäume platzieren kann? Ja, das wäre ja Quatsch jetzt. Und da gibt es noch einiges. Ach, hier, genau. Hier war das. Hier gibt es ganz unterschiedliche Bäume. Solche sind bestimmt auch ganz nett, wenn man hier einfach so eine Allee mit solchen großen Bäumen macht. Upsala, irgendwas jetzt piept jetzt hier. So. Weiß ich gar nicht, kosten 10, ja, die kosten ja nichts, die Dinger. Mache ich einfach hier so die Allee lang. Zack. So. Das sieht dann noch viel besser aus. Und die kosten nichts, also. Da kann man sich die Deko auch mal ein bisschen was kosten lassen. Also, man kann sich die was kosten lassen, weil eben die nichts kostet. Also, kann man auch mal ein bisschen auf Deko achten, meine ich damit. Bin ich hier hinten auf 5 Bäume? Da vorne habe ich immer 4 Bäume. Ja gut, ist auch egal. So, das sieht definitiv viel wesentlich besser aus. Wesentlich besser aus. Diese schöne Baumallee hier. Das sieht gut aus. Das gefällt mir richtig. Auf der Gray Straße und die Tony Gray Straße. Tony Gray? Hm. So, was ich auf alle Fälle auch noch machen will, dekomäßig. Ich will hier. Guck mal, das kann ich einfach mal. Was ist das hier? Kiesweg und Pflasterweg. Ich möchte hier nämlich. Mal gucken, wie ich das mache. Hier so zwischendurch kriege ich das hin. Nee, das kriege ich nicht wirklich hin. Aber hier kann ich das machen. Ach so, guck mal, das ist jetzt sogar angebunden. Ne? Perfekt. So. Ich will nämlich hier sozusagen so eine kleine Strandmeile machen. So, dass man hier so am Ufer lang gehen kann. So. Das ist doch schön, oder? Mal gucken, wie weit man gehen kann. So.
dass man hier hinten natürlich dann auch irgendwann wieder da anschließt. Okay, hier muss ich jetzt definitiv ein Geschäft weg, sonst klappt das nicht. So, das, hier kann man sozusagen raufgehen oder auf der anderen Seite rauf. Dann kann man hier schön am Fluss lang gehen sozusagen. Und hier kann man dann natürlich auch noch Stein. Man kann sogar Findlinge platzieren einzeln. So ein Konfi- Oh Gott, die sind ein bisschen groß. Was ist das? Da sind Kanäle. Bäume, Wege. Ja, dass ich hier ein paar Bäume noch hin platziere. Oh Gott, ist der sehr süß. Der ist sehr süß. Ja, dass ich hier einfach so ein paar Bäume entlang. So, ein bisschen abwechseln hier. So. So. Einfach so ein paar kleine Bäume. Das sieht doch ganz nett aus dann hier. Den Baum habe ich glaube ich schon. Ich nehme mal den hier. So. Kann man vielleicht auch auf den Pier, wie hieß das Ding? K, irgendwas mit K doch, ne? Kai, meine ich doch. Auf dem Kai lang gehen. So. Haben wir hier ein paar Bäume. Was haben wir noch so für Bäume? Ja, das sieht auch ganz nett aus. So. Dann haben wir hier einen. Ach, guck mal, da laufen sogar schon welche. Während den Bauarbeiten noch. So, hier mal zwei nebeneinander. So. Was haben wir noch für Bäume? Oh Gott, nee, ist ein bisschen groß. Da will ich jetzt, hier habe ich mit kleinen angefangen, mal mit kleinen Bäumen weiter. Ich glaube, die habe ich sogar schon, ist aber egal. So, mache ich ihn als Lückenfüller noch so dazwischen. So. Dann hat man hier wirklich so eine richtig schöne Allee. Das ist doch super. Das ist schön, das ist schön. Gucken wir mal, wenn man hier noch. Oh Gott, nicht viel zu groß, viel zu groß. Hier vielleicht so einen kleinen Findling hin. So klein, klein. Ist da vielleicht ein bisschen übertrieben, aber. Zack, können Kinder drauf spielen. Hier haben wir noch kleine Steingruppen drumherum dann. So. Hey, ist doch schön, oder? Da würde ich am liebsten gleich selbst lang gehen. Mensch, guckt euch das doch an, die schöne Strandpromenade hier. Strandpromenade auch schön ausgeschmückt. Mach mal. Zack. So. Das ist doch schön. Oh, das ist richtig schön, du. Jetzt bin ich aber immer schon wieder Stromausfall. Ach, guck mal, die haben hier hinten gar keinen Strom. Und Wasser und. Scheiße. Jetzt muss ich ja alles extra machen hier drüben, stimmt. Das heißt, ich mach mal hier. Ich glaube, zwei Pumpstationen sind da schon erforderlich. Zack und zack. Und dann einmal so. Dann mache ich hier von ab sozusagen die Seitenstränge. Mache ich dann sozusagen einen Längsstrang als Hauptstrang und die Seitenstränge davon ab. Dann kann ich hier vielleicht ein bisschen sparen. So und so und hier in die andere Richtung. Zack und zack und zack. Und hier vorne auch noch ein. Dann sind die schon mal alle mit Wasser versorgt. Dann brauchen die natürlich auch noch Abwasser. Oh, jetzt muss ich wieder gucken. Die müssen eigentlich wieder hier unten hin. Da muss ich aber weite Rohre legen, du. Das ist nicht so schlimm. Machen wir auch noch zwei Abwasserdinger hin. Was ist das denn? Eine Steinkuppe. Zack. Die verbinde ich einfach mit dem. Fertig. So, dann haben die auf alle Fälle Abwasser, haben die auch jetzt. Das muss alles weggehen hier. Dann brauchen die aber noch Strom. Strom haben die nämlich nicht. So, das ist ein Industriepark. Da ist es eh verschmutzt. Das heißt, da kann ich theoretisch auch ein Öl. Ich habe bloß kein Öl. Erdöl zur Stromgewinnung in ihrer Stadt erzeugt starke Umweltverschmutzung. Kohlekraftwerk. Also die Kohlekraftwerke arbeiten ja auch so, ohne dass ich Kohle fördere, ich beinahe gesagt. Na, aber Öl muss ich ja sozusagen auf Öl bauen. Hm. Das wird nicht reichen. 6.000. Kohlekraftwerk kostet 19.000. Wie sehen meine Darlehen aus? Hier könnte ich mir mal ein neues holen. Komm, hole ich mir da mal ein neues.
um jetzt hier den Industriepark aufbauen zu können, schnellstmöglich. Da baue ich hier unten dann einfach mal die. Hier unten sozusagen. Zack. Nicht genügend Geld, okay. Ich hoffe, ein Stromkraftwerk reicht erstmal für die. Ansonsten werden sie dann ja schon rummeckern. So. Dann passt das. Brauchen die auch Feuerwehr und Polizei? Ich weiß das nicht. Also ich dachte so, in diesen, also in Wohngebieten, okay, ja. Aber in... Ich weiß nicht, ob die auch Polizei brauchen. Feuerwehr, Medizin. Also Medizin brauchen nur die, wie es aussieht. Aber Feuerwehr brauchen die anscheinend auch. Guck mal hier, die sind alle gefährdet, die Bäume. Falls da mal ein Baum anfängt zu brennen. Also muss ich hier definitiv auch noch eine Feuerwehr bauen. Dann baue ich das natürlich auch. Ich baue die mal hier oben hin. Gott. Nee, die müssen ja da unten auch irgendwie versorgen können. Also baue ich die mal dahin. Uiuiui. Zack. Polizei brauche ich auch. Jetzt habe ich da auch wieder kein Geld mehr für. 12.000 brauche ich. Ich würde sagen, ich lasse einfach mal laufen. Guck mal, hier ist immer noch alles versmockt. Sport. Oh nee, ich will das Sportauto nicht. Kohlekraftwerk. Die Kohlekraftwerke muss ich auch umbauen. Und was mir auch aufgefallen ist bei den Videos, als ich die Videos gesehen habe, ich kann natürlich die Stromleitung jetzt hier abreißen. Weil die sind sozusagen in einem Gewerbegebiet jetzt drin hier, ne? Das heißt, der Strom überträgt sich hier und hier lang und so. Das heißt, da brauche ich jetzt theoretisch nichts bauen. Ich könnte, aber es fällt mir jetzt auch gerade auf. Nee. Zack, den. Ich kann das jetzt wieder umbenennen. Das heißt ja nicht mehr Industriegebiet. Jetzt heißt das, Abend, oh Gott, Caps Lock an. Abend, Rot, Tiefen. Wenn das die Höhen sind, sind das hier die Tiefen. Amo-Tiefen sind das. Und das Ganze dann natürlich auch noch. Und mal gucken, also ich mache hier Amo-Tiefen. Oh ja, gute Idee. Gute Idee. Amo-Tiefen, ich nenne das nicht Amo-Tiefen, ich nenne es anders. Ich habe schon eine Idee. So. Und dann mache ich hier nämlich noch eins. So. Mal hier entlang, weil das ist ja auch jetzt alles Wohngebiet hier. Zack. So. Und was ist das denn? Das kann ja hier unten weg. Obwohl, nee, das gehört ja noch dazu hier. Hier. So. Und so. Das nenne ich nämlich Armrot. Ah, ihr könnt übrigens auch immer Vorschläge schreiben. Also wenn ihr jetzt eine Idee habt, wie man das besser nennt, weil ich wusste Armruthöhen und so, ich wusste halt nicht, wie ich das umbenennen soll. Wenn ihr da Ideen habt, wie man das nennen könnte, immer her damit. Das würde mich wirklich freuen. Armrot Mitte nenne ich das jetzt erstmal. Und das nenne ich dann nämlich Armrot Tiefen. So. Das sind jetzt sozusagen die drei Bezirke. Und denen geht es hier immer noch schlecht. Kranke Bürger. Haben die hier keinen... Die haben keine medizinische Versorgung. Ich würde mich, um ehrlich zu sein, erstmal um die kümmern. Das heißt, ich brauche hier erstmal... eine Arztpraxis. Oder auch gleich ein Krankenhaus. Das ist natürlich besser. Das ist jetzt ein Friedhof. Da habe ich da oben sogar einen Friedhof schon. So, also hier brauche ich definitiv eins. Einrichtung voll von Mülldeponien und Friedhöfen ist begrenzt. Okay. Quatsch, ne? Echt jetzt, die Mülldeponie ist voll? Okay. Ich brauche eine neue Mülldeponie. Guck mal eine an. Boah, ich hier direkt erstmal eine nehmen, die ist ja nicht so teuer. Mal gucken, wie ich die Straße dann mal weiterführe. Kann ich die jetzt abreißen, oder... zack. Gebäude ist nicht leer. Das heißt, das müsste leer sein. Wie mache ich das denn leer? In andere Einrichtungen entleeren? Oh. Das heißt, ich muss mit dem Müll irgendwo hin. Wieso haben die denn kein Abwasser? Abwasserstau? Bitte was? Oh, verdammt, die haben ja keinen Strom hier unten. Die haben ja gar keinen Strom.